Und da kann man dann hier mit Silage machen oder Heu oder wie auch immer. Ist vielleicht auch recht cool. Und ja. Siloballen würde ich auch gerne mal machen. Das wäre, denke ich mal, dann so mit das erste, was ich machen würde, dann im Multiplayer. Kann aber eh noch mähen, dann der andere schon schwaden. Oder wenden, müssen wir zwischendurch. So, hier ist ein kleiner Streifen. Dann nehmen wir die linke Seite noch. Dann haben wir das relativ gut eingezäumt, sagen wir. Ah, hier hoch müssen wir auch. Ah, so ein riesen Gerät hier im Wald. Ist ja natürlich auch ein bisschen unpraktisch, aber naja, geht halt schneller. Ja, jetzt will ich mal ein Bild drücken hier. So. Jetzt gleich wieder so rum. So. Und so. Und hier nochmal rum. Ah, so geht das schon. Ganz so kleinlich müssen wir ohne sein. Wird der eh bloß grün. So, dann lassen wir ihn hier runter vorne am besten. Trotzdem mal im Auge mit drauf werfen. So. Ja, dann schauen wir mal, ob das geht. Aha, der Helfer nimmt jetzt aus dem Tank raus, ja? Ich habe jetzt einen Helfer an. Der nimmt aus dem Tank das Getreide, was drin ist. Aha, also dürfte er vielleicht mehr Geld wollen, wenn der Tank alle ist. Was eigentlich nicht vorkommen dürfte. So, das ganze Kratschgelump hier drin habe ich auch weggetan, dass wir auch wieder Neues tun können. Also hier die ganzen Hackschnitzel, das habe ich verkauft. Ja, und sonst ist aber nicht viel passiert. Ach doch, hier den Anhänger habe ich noch weggeschafft. Und eigentlich könnten wir auch ein bisschen wieder Solarplatten kaufen. Rein theoretisch. Und zwar sowas hier. Dann überlege ich, wie man das am besten machen. Ich würde ja gerne auch im Weg lassen. Dass ich das mit Ziere machen zum Beispiel. Die einen drehen so und die anderen sind so rum. Komisch, aber naja. Und dann würde ich das aber nicht ganz bis hier hinter, sondern das mit bis hierher das noch voll machen und dann reicht es eigentlich. Weil das ja auch Speicherplatz frisst. Und dass man dann, weiß ich, das ist dann vielleicht nicht so leckt, wenn man hierher schaut. Also wenn man die ganzen Berge voll rammeln. Ist ja aber auch möglich, ja. Möglich, aber vielleicht nicht machbar. Dann sind die ganzen Millionchen wieder weg. Lass mal hier einen Weg runter machen. So, das ist der Anfang. Aber nun gut. Haben wir wieder ein paar hingestellt. Und mit dem Gerät geht's los. Wir müssen aber gucken. Hier diese Länge würde ich gerne haben, wie da im AN da ist. Oder machen wir doch alles häckseln? Wäre vielleicht klüger. Und zumindest haben wir auch ein anderes Holz, können wir dann noch machen. Also machen wir wie gewohnt, 4 Meter Stücken. So. Da fahren wir jetzt bis ans andere Ende des Waldes und fangen dort an. In der Richtung, wo die Schredder steht. Oben habe ich nichts begrünt, das können wir so lassen. Ist ja nicht weiter schlimm. So, und hier haben wir dann unsere Solarplatten. Können wir mal angucken. Aber ich denke schon, das wird so gehen. Ja. Und Frames tut es irgendwie nicht ziehen, wenn ich jetzt herschaue. Da ist der Wald schlimmer. Aber naja. So, und der hier macht doch gute Arbeit. Scheint so.
Der hat ja gut angehalten. Wie es aussieht. Mal kurz beobachten hier. Wie der das jetzt hier macht. Jetzt wollte ich mir mal das hören. So, und? Aha. Dachte ich mir. Na gut, allzu viel ist er ohne mehr. Tun wir kurz mal hier lang fahren. Ah, ist ein bisschen schwierig mit dem ganzen Gebüsch. Glatterer Datsch, der noch an der Seite rumsteht. Könnte man ja auch alles wegsägen, aber ich würde sagen, da wird es dann doch zu leer. Und die 2-3 Tannen, die wir hier stehen haben, die gehen auch noch. Fichten werden das ja sein. Aber naja. So, gucke, das kriegt man alles rein. Hoffe ich doch. Ah, ja. So. Drehen wir fix. Oh, er liegt noch in. Eine Spitze sehe ich gerade. So, und eigentlich müssen wir hier auch noch gleich machen. Pass mal auf, das machen wir auch schnell. Ah, jetzt kriegt er das Gerät hier lang. Ah, es lenkt immer sehr spät ein hinten. Da muss er dann nochmal nacharbeiten. So, hier wird es auch knifflig. Kommen wir hier durch. Ja, aber jetzt wird es hinten. Gut, mehr will ich gar nicht. Schieben wir mal ein Stück rüber. Gut, reicht schon. So, dann hier hoch. Und dann wieder runter. Ja, die Ecken brauchen wir nicht ganz so genau machen. Reicht, wie wir es machen. Wie gesagt, geht das schnell mit dem großen Gerät hier. Noch einmal hinter und dann war's das auch hier. So. Das passt da wieder gut rein hier. Dann haben wir ja drüben noch das Lehnstück und dann war's das. Dann fangen wir an mit dem Holz machen. Ich oder wie wir es am besten machen, von innen raus. Aber ich würde gerne das ganze Stück hier, was es hier noch ist, das bis runter an den Querweg wieder komplett mit einmal ernten. So. Ja, ist fast ein bisschen zu groß, die Maschine für den Wald hier. Das geht gerade so noch. Diese andere Sämaschine von LS13 wäre schon wieder viel zu groß. Diese grüne von Amazon. Amazon nicht, glaube ich, ist die aus. Amazon, Jedenfalls nicht der Versandhandel. Oh, wir haben mal einen Stamm, sehe ich gerade. Oh ja, das liegt gerade. Gut, hätten wir das.
Sack. Und dann würde ich sagen, schwingen wir uns in den Harvester. Ich muss kurz zwischenspeichern, man weiß ja nie. Was hier passieren könnte. So, gucken wir mal, was eingestellt ist. So, wollen wir das... ich würde sagen, wir machen von innen heraus. Oh Gott, warum leckt denn das so? Zumindest ruckelt. So, und da würde ich sagen, fangen wir doch an. Ja, das war zu weit. Hallo? Sögen. Jetzt sauber. Gut. Sauber Schnitt. So, jetzt müssen wir mal auslegen, ein bisschen ausfahren, dass wir ein bisschen weiter weglegen. Weil es auch dann blöd ist. Naja, wir werden sehen, wie wir es machen. Du wolltest erst die rechte Seite machen und dann die linke. So, sieht man ja ganz viel. Vor allem, wenn die Äste durch die Kabine gehen. Das ist besonders schön. Jetzt haben wir ich glaube nach unten geschoben. Das wird dann noch schöner, ja. Aber naja. Zum Radlader aufladen wird das schon gehen. Mehr oder weniger. Naja. Vorne nehmen wir auch gleich noch mit. Warum haben wir denn hier ganz vorne angefangen? Na, ja, jetzt wieder hier. Bräuchte man eine Kamera noch, das wäre cool. Hier am rechten... von der Kabine. An der rechten Seite. Also eine kleine Kamera in der Mitte werden schlecht. Könnte man das besser koordinieren. Dann würde man vielleicht nicht ganz so oft daneben greifen. So, wie gesagt, das werde ich dann alles fällen. Natürlich möchte ich das nicht hier drei Let's Plays lang hier Bäume fällen. Das werde ich dann... ja, wie soll ich sagen, allein im Alleingang machen und euch dann das Resultat wieder zeigen und dann wieder anfangen, wie wir das häckseln und euch dann wieder das Resultat zeigen, wenn wir fertig sind. So wäre eigentlich mein Plan. Jetzt rollen die wieder sonst wohin hier. Na gut, geht's, ein relativ guter Haufen. Okay, nächster Baum. Ja, finde ich mal cool, wenn man dann hier so durch ist, sag ich mal, und dann hinter sich guckt und dann das, wie so das Resultat sieht, was man da vollbracht hat jetzt die ganze Zeit. Ist dann immer nicht schlecht. Ja, sieht zwar ein bisschen wüst aus. Aber es geht schon irgendwie. Schlimmstenfalls müssen wir mit dem Forwarder herbeisuchen. So, da hat doch ein ordentlicher Haufen draus. Ja, da geht. So, dann geht's schon weiter. Also ja, gar kein Vergleich mal, wie das früher mal war. Zumindest wie viel Zeit man da gebraucht hat. Um da so einen Baum umzunieten. Ey, war ja, jetzt hängen wir hinten fest, ich glaube. Oder?
Was geht hier ab? Hä? Wo hängen wir denn hier? Hallo? Ach, hier in den Gebüsch werden wir festhängen. Das soll mal einer verstehen, aber naja, gut. Umso mehr wir sägen, umso besser wird es dann wieder gehen. So. Zack. Ja, nee, früher war ja eigentlich so ein Baum, also eine große Eiche und sowas, war ja eigentlich eine Tagesaufgabe. Und heutzutage nimmt man den ganzen Wald auseinander, zumindest Tannenbäume, an einem Tag. Naja, ob das so gut ist, ist vielleicht auch die andere Frage. Weiß man nicht so genau, aber naja, was will man machen? In Amerika kann man ja auch nichts machen, also nichts verändern, sei mal großartig für kleine Personen. Ich bin mir immer noch unklar, ob wir das lieber doch dann zum Händler schaffen sollen, weil es ja einfach mehr Geld gibt. Aber wobei, gucken wir jetzt auf die Uhr oben, das ist gleich, mal gucken, wie viel Geld wir kriegen, 90.000 haben wir jetzt. Das ist dann schon ein schöner Stundenlohn, wenn wir den gleich sehen. So, wir müssen aufpassen. Jetzt steht nicht, glaube da die Eiche hier. Ja. Da müssen wir gucken, wo wir das Holz hinlegen. Oh, das Holz, das rutscht bloß. Rollt aber nicht. So, dann guckt an, 90.000. Jetzt haben wir 150.000. Ist schon ganz schöner Betrag, 60.000 in der Stunde, das wäre nicht schlecht, ne? Stundenlohn für 60.000. Naja. Ja, ja, was war das denn schon wieder? Ja, meine Güte, manche verstehe ich echt nicht. Aber naja, gut. Ich muss nur aufpassen, wir haben nicht einen Haufen liegen. Da werden wir die jetzt auf die rechte Seite befördern. Oder doch auf die andere Seite. Gucken, ob wir die schubsen können. Ja. Dann machen wir das so. Bei dem genauso. Probieren wir es zumindest. Ob es klappt, ist eine andere Frage. Das haben wir so greifen können. Aber ja, sieht gut aus. Oh, leck mal den her. Ah, könnte man einen schönen Turm machen. So, ich schiebe noch ein bisschen. So, nächster Baum. Hier wieder für ein Holz rumliegt. Unglaublich. Aber wow.
So, haben wir den vergessen? Ja, den nehmen wir noch mit hier. Na, vor allem hier aufs Dach hier. Es gibt bloß wieder Scherben. Das Geräusch fehlt mir noch, wenn das Holz runterfällt. Dieses Glung Glung, dieses von hohlen Holz. So, na gut, dann gucken wir mal, was wir schon geschafft haben. Der ist schon ein bisschen heller geworden wieder. Die drei nehmen wir noch mit hier. Einmal den hier. Na. So. Da kam jetzt gar nichts raus, also im letzten Stück. So, dann du noch. Na los. So, eine ganz schöne Schräge hier. Aber naja, ist gut, das sind alles Gleiches. Bringt Abwechslung. Aber wie gesagt, auch so finde ich die Map total sehr schön wieder gelungen. Und mal sehen, was dann alles kommen wird. So, und der noch. Dann haben wir es geschafft. Fürs Erste. Das war wieder daneben. Ah, die Dicken, die tanzen immer aus der Reihe. Baumstimme meine ich natürlich. So, und dann würde ich doch sagen, dass wir das mal geschafft haben. Wieder was geschafft haben. Und uns beim nächsten Mal sehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao. Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge zu LS15. Und heute wird es eine kleine Erklärung geben sozusagen. Und zwar wird jetzt am Wochenende, wie sagen, mein PC neu aufgesetzt. Und von daher wird jetzt am Wochenende, sprich am Sonntag, ja, dürfte die nächste Folge eigentlich kommen. Weiß ich nicht, ob ich das schaffe, vielleicht erst spät am Abend. Das wäre erstens. Und zweitens, viele haben gefragt wegen Multiplayer oder ob sie mitspielen können und so weiter. Ganz einfache Sache. Wenn wir hier fertig sind, also wenn hier wie das Projektbild vollendet ist, dann bin ich gerne bereit, die Map normal weiterzuspielen im Landwirtschaftssimulator, also ganz normale Landwirtschaft. Und wenn wir da Lust haben, gibt es ja wie gesagt noch andere Waldflächen hier. Und dass wir da dann abschwenken, auch mal in die Forstwirtschaft, wenn wir da Lust haben. Und ja, wie gesagt, dazu das dazu. Und heute wollte ich eigentlich noch fix das eine fertig machen, und zwar hier habe ich schon ein bisschen angefangen, das zu pflügen. Das mache ich fix fertig. Da haben wir hier auch dann Gras ansehen können. Das können wir dann, wenn wir im Multiplayer sind, können wir das damit für Silage oder so verwenden. Hat es eigentlich auch einen Nutzen. So, und jetzt ackert es wieder hier, ne? Weil wir ja wieder falsche eingestellt hatten. Und zwar Felder erstellen zulassen ist O. Oh Gott, dann mache ich das Gerät kurz mal hoch. Fangen wir von vorne an. So. Oh Gott, oh Gott. Ah, das ist selbst für den ganz schön schwer.
Hab mir schon überlegt, ob ich mir schon diesen großen New Holland kaufe. Aber habe ich doch noch nie gemacht. So, dann tun wir das dann eindrillen. Also wieder Gras drauf machen. Könnte eigentlich der Helfer machen. Rein theoretisch gängen das ja. Und dann, wie gesagt, roden, was das Zeug hält. Das Zeug muss runter hier noch, das Bild, was wir haben. Und mal sehen, was ich da noch so schaffe. Und dann werden wir das am besten wieder häckseln, weil ich habe mal probiert, damit ein bisschen hier mit den Bäumen rauszuziehen. Das ging nicht ganz so gut, weil, wie gesagt, einfach die Mods dafür noch nicht da sind. Das wäre cool, wenn so eine Zange wieder gäbe, wie bei dem Forstmod. So eine Rückezange. Ohne die ist es ein bisschen blöd, weil die Bäume hinten drin relativ steif da dran hängen. Und wenn man da über Hügel fährt oder in die Kurven, bewegt es die nicht mit. Und das ist etwas schade. So, und deswegen werden wir das so standardgemäß häckseln. Was ja relativ schnell geht. Und ja. Das dachte ich mir so. Und einzeln weg transportieren, ja, können wir vielleicht auch noch machen, bis ich da, müssen wir mal gucken, wie viel da auf diesen LKW, also was für Stücke da drauf kommen. Ob das 6, 7 oder 8 Meter sind, weiß ich auch, ne? Auf diesen MAN, auf diesen gemoddeten. So, dann hätten wir das geschafft hier. Haben wir da irgendwo was? Ja, so. Gut. Klappen wir die Geschichte ein. Ja, und deswegen den Forstteil mache ich, würde ich noch im Singleplayer machen, da einfach wegen ja der Performance halber, da es ja dann doch vielleicht einige eine ganz eine gute Internetleitung haben und da ganz schön viel Holz in der Gegend rumschwirrt, dass auch dann wieder Beschwerden oder sowas kommen und zumindest ja ist einfach ja mache ich einfach alleine noch und dann wie gesagt dann später können wir im Multiplayer die restlichen Aufgaben bestreiten. Das nehmen wir mal kurz mit hier. Wobei rein theoretisch können wir sie auch hier lassen. Weil wir müssen dann hier anfangen. So, jetzt machen wir schnell die Drille. Das können ob sie bei der auch verbessert hat, dass jetzt auch Boden bearbeitet, also eine Direktsaat möglich ist. Hätte ich gedacht, dass ich da was gelesen habe. Wird sauber geworden hier alles etwas, weil es geregnet hatte. So, oh gut. Ja. Ich glaube, hier hing ich letztes Mal schon dran. So, ich tue mal kurz eine Runde drumherum sehen, dass der Helfer auch weiß, wo er lang muss. So.